nördlich von Dortmund zwischen A45 und dem Dorf Bodelschwing, aber auch zwischen Wäldern und Wiesen, liegt das wunderschön gelegene Wasserschloss Bodelschwing. Das Schloss Bodelschwing wurde im 13. Jahrhundert von dem Ritter Giselbert dem I. erbaut. Es steht auf Eichenpfählen, die durch das Wasser konserviert sind. Die Räume können für Privatfeiern im angemessenen Stil gemietet werden. Das Wasserschloss ist im Renaissance-Stil mit englischem Landschaftspark die letzte Anlage dieser Art im Ruhrgebiet, die noch im Privatbesitz ist. Die Besitzer, Baron und Baronin zu Knüpphausen, öffnen das erste Mal das Schloss für eine Gartenveranstaltung dieser Art. Einige Eindrücke rund um das wunderschöne Wasserschloss. Ausgesuchte Aussteller boten hochwertige kulinarische, botanische und modische Sachen an unter dem Motto Gartenflair. Der Schlossteich war zum Rudern freigegeben und man konnte das ganze Schloss umrunden. Seit 1714 ist es das erste Mal, dass der komplette Park für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Viele Besucher waren trotz des schlechten Wetters gekommen, um die schönen Sachen, die man im Garten verwenden kann, zu sehen. Die 17 Skulpturen hat der Künstler Bernd Mönnekes im Garten aufgestellt. Thank you.
hier hat der letzte Sturm das Seinige dazu getan. Auf der Bühne Musik von der Jazz Akademie. Zu spät habe ich erkannt, dass bei diesen kleinen Wurzeln nicht Wurzeln sind, sondern kleine Skulpturen. Aber das habe ich erst zu Hause entdeckt, als ich den Film geschnitten habe. Trotz des ungünstigen Wetters war es ein wunderschöner Tag. Diese Aussicht hat man, wenn man das Schloss auf dem Wanderweg besucht.